Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Herzlich willkommen zu dem Breakout. Megaball in der Version 4. Was dann auch schon. Ja, Freeware ist so wie Deluxe Galaga. Wir wollen die Original Balls. Ich muss noch ein bisschen Platz schaffen mit der Maus hier. Da vibriert der Schreibtisch. Das ist doch eine Idee. Ich hab mal reingeklickt hier. Ja, Breakout eben, ne? Aber eben das Breakout. Schauen wir mal in einer kleinen Runde, wie weit wir kommen hier. Kleiner machen wollte ich mich jetzt auch nicht unbedingt. Konnte man nicht. Ja, mit M drücken einmal die Musik ausmachen. Geht dann nämlich ziemlich schnell auf den Keks. Ja, das sollten wir auch nicht unbedingt einsammeln, weil dann geht's. Dann geht unser Schläger da unten in die Luft. Oh nee. Komm, einmal da oben links und dann mal schön da oben mal eine Weile rumtingeln. Das wär's mal. Das klappt jetzt natürlich nicht in einem Video, ne? Also eine Aufnahme von einem Video, weil. Bäm. So muss das aussehen und so muss das klingen. Ansonsten ist es nicht das Breakout. Es ist einfach, ja. Es gab zwar mal sowas in der Art, was ganz nett war. Später auch für Windows, aber das war halt einfach auch nicht das hier. Es müssen einfach diese Sounds hier sein. Das ist jetzt allein schon, ne? Ich spiele heute nicht gut. Eine Runde Deluxe Galaga war hin ziemlich nice. Ich bin wieder ziemlich weit gekommen und das ist hier. Naja. Ja, genau, da wollte ich eine hinhaben. Das geht eigentlich auch schon viel früher. Also meistens. Aber ja, naja, dann halt nicht. Gucken, wie ich überhaupt das erste Level schaffe. Im ersten Level, auf dem ersten Vorsprung, verloren, komplett, es gibt dann. Mich noch nicht mal selber geschlagen, ach du Schande. Also gut, Versuch Nummer 2.
Da muss doch was gehen. Das konnten wir mal besser. Ja, so kann man es dann vielleicht auch mal machen. Ich möchte gerne da oben links da durchkriegen, dass er nach oben geht. Oh, das könnte diesmal sogar klappen. Spielen können. Ich bin mal hier mit rein, ich bin mal hier mit hier. Das ist ja eigentlich sogar eigentlich nur mal so ein Games mal gezeigt, ne? In dem Sinne quasi. Ey, ey, hab ich das jetzt echt verkackt? Das gibt's doch nicht. Was macht denn Musik, oh? Ja, die Scheibe ist cool. Wie lange brauche ich für die drei Steinchen? Da kommt man, dass sie pausieren konnte. Alle Zigarette hier mal ausmachen. Wird Zeit aufzumachen. Aber genug geraucht. Ja, das hat Klappt dran vorbei, ne? Vorher geht nochmal drauf, ne? Tatsächlich nicht. Jetzt verkehrt getroffen. Man erwartet nicht, dass der Ball wieder runterkommt und dann kommt er plötzlich und dann hängst du da. Wenn du hier noch mit Schießen abgelenkt bist, weil du willst ja schnell einen weg haben. Dann kommt to the next level oder so. Jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr Taktik entwickeln. Der war doch eindeutig auf den Schläger. Jetzt durchgeglitscht, oder? Hm. Ed Mackey oder Ed Mackey? Nehmen wir mal Bugs Report. Vielleicht gibt's eine Liebe oder das so ein Mommy Matt. That's a glitch problem. You can see in my video. Can you fix that? Das ging ja nochmal gut. Hätte ich das eingesammelt, wäre ich nicht aufgegangen. Dann geht's wieder auf mich. Nämlich genauso. Mal die Musik bitte aus. Jetzt geht's mir doch auf den Keks wieder. Hm. Jetzt soll nicht, jetzt hängst du erstmal eine Weile da oben fest. Das liegt doch.
Okay. Macht die Sache schon mal wahrscheinlich einfacher. Na komm schon. Ich wüsste auch nicht, dass es davon eine Portierung für den PC gäbe. Ja, und einen zweiten Board verpacken ist schon in Ordnung. Kann man nicht nehmen. Rettend würde ich bei dem Spiel sogar behaupten, dass es hier so Amiga-exklusiv, was so Amiga halt auch noch so ausmacht. Ich finde es also so ein Emulator-Spiel, das war's. Hast du keinen Amiga? Hast du keinen Amiga, ne? Ja, gut. Wir lassen es dabei. Das war Mega Ball. Mal gezeigt und bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser.